Bloßen Zugucken schlecht, geschweige denn, dass ich mich da reinsetzen würde in so einen Segelkunstflieger. Looping, drehen um die eigene Achse. Da wird nichts ausgelassen, was unser Gleichgewichtssystem an den Rand des Wahnsinns führen könnte. Kunstfliegen ist eben was für starke Nerven und Mägen. Wir waren bei einem Lehrgang der Flugwissenschaftlichen Vereinigung Aachen dabei. Ein Zusammenschluss von Studenten der FH und der RWTH, die sich mit Forschung, Bau und Erprobung von Segelflugzeugen beschäftigen und na klar, auch selber fliegen. Eine Woche lang haben die Studenten für ihre Kunstflugprüfung trainiert auf dem Flugplatz in Merzburg. Vor der Kür kommt häufig erst einmal die Pflicht. Startvorbereitungen in Merzburg. Hoch, Seitenruder links, abfangen. Überschlag, Rolle, Rückenflug. Auf dem Spickzettel sind alle Figuren aufgemalt, die Moritz Scholje-Gerdes, genannt Scholli, gleich fliegen soll. Rolle rechts. Und abwackeln. Jawohl. 20 Studenten nehmen an dem Lehrgang der Flugwissenschaftlichen Vereinigung Aachen teil. Nur das Wetter spielt heute nicht ganz mit. Die Idee ist, Lücken zu bekommen, durch die wir dann aufsteigen können, um dann eben zumindest über den Wolken schon mal zu beginnen mit dem Training. Wir haben in den verschiedenen Lufträumen haben wir Vorgaben, wie weit wir von Wolken wegbleiben müssen. Und das muss natürlich alles gegeben sein. Segelfliegen ist seit 7 Jahren Schollis Hobby. Aber Kunstfliegen wollte der Maschinenbaustudent immer schon. Für den Kunstflugschein müssen 7 Flugfiguren sicher beherrscht werden. Dafür wird er gleich zusammen mit einem der beiden Fluglehrer auf 1200 Meter Höhe steigen. Aber geht das überhaupt bei den dicken Wolken? Die Dicke der Wolken nicht. Die Höhe ist die Frage, ob wir hoch genug kommen zum Kunstfliegen. Wenn ich hoch genug komme, dann müssen wir es leider abbrechen. Ein Motor hat der Segelflieger nicht. Zum Start wird er per Seil von einem Schleppflugzeug hochgezogen. Nach wenigen Minuten ist der Übungsflug schon vorbei. Ein bisschen zu kurz war es schon, um alles zu üben. Wie ist es gelaufen? Lief ganz gut. Wir kamen leider nicht hoch genug, um das komplette Programm zu fliegen, aber haben zumindest einen Großteil geschafft. Am Wochenende soll die Prüfung sein, wenn das Wetter denn mitspielt. Tolle Bilder. Und es hat mitgespielt und deshalb können wir auch einen Erfolg vermelden. Moritz Scholli, Scholje-Gerdes, unser ambitionierter Flugschüler, hat heute seine Prüfung erfolgreich bestanden. Herzlichen Glückwunsch.